Mr. Stadler. Herzlichen Dank, Herr Stadler ist, glaube ich, nicht mehr da. Ich möchte die Gründe für meine Zustimmung, die schon von meinen Vorrednern gesagt wurden, aus Zeitersparnisgründen nicht wiederholen, insbesondere das, was für Frau Kollegin Makovaya oder Kollege Antoniozzi gesagt hat, war auch für mich wichtig. Ich möchte nur eine Klarstellung treffen. In der Ziffer 36a des geänderten Textes des Ausschusses wird die Schaffung einer europäischen Schuldenbehörde verlangt. Eine derartige Schuldenaufsicht ist für mich richtig und wichtig. Ich unterstütze das. Es ist auch Transparenz für die Anleger wichtig und richtig. Wenn allerdings eine derartige Behörde dazu führen soll, dass in Zukunft Schulden vergemeinschaftet werden sollen, dann sage ich jetzt schon Nein dazu. Wenn es dazu führen sollte, dass gemeinsame europäische Schuldentitel eingeführt werden sollen, dann sage ich jetzt schon Nein dazu. Für mich kann also eine derartige Behörde, und das ist für diese Klarstellung ist für mich bedeutsam, keine Vorstufe für europäische Anleihen oder für eine andere Form der Vergemeinschaftung der Schulden sein. Thank you, Mr. Rossi. Dankeschön, Herr Rossi. Mit Mikrofon bitte. Die Ratingagenturen sind autonome Stellen, die